lebt in mir. Er ist mein Anker und mein Ziel, von ihm erschaffe. Ich bin Schwester Clarissa. Ich bin mit 8 Geschwistern im Allgäu aufgewachsen und das religiöse Leben hat in der Familie einen hohen Stellenwert gehabt. Wir haben täglich gemeinsam den Rosenkranz gebetet und auch die Heilige Messe mit unseren Eltern besucht. Mit 21 Jahren habe ich dann an Berufungsexerzitien teilgenommen, um meiner Berufung mehr auf die Spur zu kommen. Dort habe ich dann erkennen dürfen, dass Jesus mich ganz für sich haben will und dass ich ihm in einer Gemeinschaft dienen darf. Ich habe mich dann auf die Suche gemacht und bin gelandet in einer kontemplativen Gemeinschaft, dort auch eingetreten und habe das Postulat begonnen. Die erste Zeit war ich sehr glücklich dort und ich habe gemeint, meinen Platz gefunden zu haben. Aber nach einiger Zeit bin ich krank geworden und ja, im Gespräch auch mit den Oberen haben wir dann feststellen dürfen, dass in dieser Gemeinschaft nicht mein Platz sein wird. Schweren Herzens habe ich dann die Gemeinschaft verlassen und bin wieder zurück in die Welt. Es war für mich, wie wenn mir der Boden unter den Füßen weggenommen wird und ich in ein tiefes Loch falle. Es war eine Zeit großer Dunkelheit und auch seelischer Not. Und im Nachhinein bin ich so dankbar, dass ich viele Menschen hatte, die mich durch diese Zeit getragen haben, durch ihr Gebet, aber auch durch einfach das gute Wort immer wieder und die mich wirklich unterstützt haben, besonders meine Familie. In dieser Zeit hat mir auch sehr geholfen, dass ich wieder in meinen Beruf einsteigen konnte als Krankenschwester, den ich zuvor auch sehr gern ausgeübt habe und der mir geholfen hat, auch wieder in den Alltag zurückzufinden. 4 Jahre später hat Jesus dann erneut den Versuch gestartet und an mein Herz geklopft. Es war in einer Zeit der Anbetung. Wenn ich heute daran denke, ist es für mich, wie wenn das gestern gewesen wäre. Ich habe das noch so lebendig in Erinnerung. Ich bin dort in der Anbetung gekniet und es kam eine Frau, die hat sich neben mich gekniet und gesagt, Jesus ruft dich, folge ihm, er wartet schon so lange. Und diese 3 Sätze haben mich mitten ins Herz getroffen und wenn ich damals gewusst hätte, wohin er mich ruft, dann wäre ich sofort aufgestanden und dorthin gegangen. Ich habe die Frau dann gefragt, wohin ruft er mich? Dann hat sie gesagt, er zeigt dir den Weg. Und so war es dann auch. Es hat dann nicht mehr lange gedauert. Ich habe dann wieder durch Menschen, die mir den Weg nach Auerbach gewiesen haben. Zuvor habe ich mir noch ein paar andere Gemeinschaften angeschaut. Aber Jesus hat mir dann durch Menschen den Weg hierher gezeigt. Und hier habe ich alles gefunden, wonach mein Herz sich gesehnt hat. Die tägliche Anbetung der Heiligen Eucharistie, auch die Verehrung der Mutter Gottes, die ich so sehr liebe, und auch das Gemeinschaftsleben, das ich hier sehr schön finde. Und natürlich auch unser Apostolat, das so vielfältig ist. Das Leben mit Jesus ist so spannend und so erfüllend und jeder Tag ist ein neues Geschenk. Im Nachhinein kann ich ihm nur danken für die Führung auch, wie er mich auch besonders durch die schwere Zeit geführt hat, für die ich im Nachhinein auch danken kann, auch wenn es damals nicht einfach war. Und ich freue mich auch schon auf alles, was noch kommen wird. Von ihm erschaffen und geliebt, von dem, der in